Was bedeutet nachhaltige und intelligente Mobilität? Das ist eine Mobilität, die intelligent die verschiedenen Verkehrsträger miteinander verbindet, die selber intelligent ist, also ein intelligentes Fahrzeug, was auch kommunizieren kann, was effizient mit Energie umgeht, und ein Benutzer, der ebenfalls intelligent ist, weil er mit dem jeweils besten, nachhaltigsten Verkehrsmittel sich fortbewegt. Welche Rolle soll und kann das Auto dabei in Zukunft spielen? Also das Auto wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. 80% aller Kilometer, die gefahren werden, werden heute mit dem Auto gefahren. Und ich vermute mal, zukünftig werden es immer auch noch viele sein, die mit dem Auto fahren. Und deswegen ist es zwingend notwendig, dass auch das Auto klimafreundlich wird, ressourcenschonend, leise, umweltfreundlich und trotzdem noch bezahlbar bleibt. Welche positiven Entwicklungen und Konzepte für nachhaltige Mobilität gibt es bereits in Baden-Württemberg? Also hier in Stuttgart vor allen Dingen ist es natürlich sichtbar, das Konzept E-Car2Go. Das ist auf der Grundlage von elektrischen Fahrzeugen, hier überwiegend Smarts, aber auch andere Fahrzeuge, die privilegierte Parkplätze haben, die zugleich Stromtankstellen darstellen. Das Land fördert diese Stromtankstellen, diese Parkplätze, diese ganze Flotte. Und die Menschen können sie nutzen, ohne dass sie jetzt dieses Auto besitzen. Wir fördern aber auch zum Beispiel Hybridbusse. Wir fördern Pedelecs und Pedelecs-Stationen, meistens in Projekten mit anderen Partnern, nie das Land alleine, sondern immer mit Partnern zusammen. Und wir fördern aber auch die Umstellung der Produktion in der Automobilindustrie und bei den Zulieferern hin zu diesen neuen Fahrzeugtechnologien. Denn es ist klar, wenn die Automobilindustrie sich nicht verändert, dann werden die Arbeitsplätze verloren gehen. Und deswegen tut das Land eben halt auch viel für die Umstellung der Produktionsmittel für diese neuen Fahrzeuge.